Herzlich willkommen auf der Agile Pep 2018. Neben mir darf ich Sascha Paristande begrüßen, Agile Lead bei Native Instruments. Vielleicht können Sie sich noch mal vorstellen und was Ihre Rolle bei Native Instruments genau ist. Ich bin Agile Lead bei Native Instruments. Ich betreue zwei Hardware-Teams und wir arbeiten bei Native Instruments agil in vielen Bereichen, worauf wir noch mal später zurückkommen werden. Aber meine Hauptaufgabe ist es, Teams zu betreuen. Ich habe auch zwei Teams in China aufgesetzt, aber da können wir gerne später noch mal drüber sprechen. Was macht Native Instruments genau? Native Instruments ist Marktführer in DJ-Hardware- und Softwareherstellung. Wir sind mit, glaube ich, 20 Software-Teams und 5 Hardware-Teams in der Produktentwicklung dabei. Wir sind komplett agil und eines unserer Unternehmensziele ist es, ein Agile Enterprise zu werden. Das heißt, im Engineering-Bereich, also alles, was die Produktentwicklung angeht, sind wir komplett agil. Wir haben im Marketing cross-funktionale Teams, wir haben in Finance-Teams, die sich um bestimmte Sachverhalte kümmern. Wir sind gerade in der Transformation zu einem Fully Agile Enterprise. Native Instruments, ist das ja ein junges Unternehmen? Also hat es im Vergleich zum Beispiel mit sehr gesetzten hierarchischen Strukturen Vorteile? Also wir haben auch hierarchische Strukturen. Da hat man sich auch an den klassischen Management-Modellen Modellen angelehnt. Wir haben ein C-Level, also ein Executive-Level, Director-Level, VP-Level. Bis runter werden, haben wir Head-Offs, also oder hatten wir, das sind wir gerade am Umstellen oder in der Agilisierung begriffen. Auf Ihre Eingangsfrage zu antworten, wir sind ein junges Unternehmen, wir fühlen uns jung, wir haben eine hohe intrinsische Motivation der Mitarbeiter, weil viele auch aus der Musik kommen, selber Musik machen und dadurch wir bei der Zielerreichung viel, also das hilft uns sehr bei der Zielerreichung, weil wir wollen alle das gleich. Das ist ein Vorteil, aber ich würde nicht unterschätzen, was andere Unternehmen, also wie Siemens oder die Großen, auch leisten. Also es hat Vor- und Nachteile. Gerade wenn man Leute hat, die eine Passion haben für die Musik, dann hat man natürlich auch viele Meinungen. Das hat man zum Beispiel, wenn man nicht so hinter dem Produkt steht, was man macht, das ist dann vielleicht manchmal einfacher. Also so, um das so einzuordnen. Was sind denn so die größten Hürden, die Sie bewältigen mussten in Ihren zwei Teams? Das könnte ich auch noch mal höher heben. Das geht allen Teams so. Also erstmal natürlich den Lernprozess, dass man quasi iterativ arbeitet, in 2-Wochen-Rhythmen arbeitet, Ergebnisse, dieser MVP-Gedanke. Das sind alles Learnings, die vielleicht diametral zu dem stehen, was Leute vorher gemacht haben oder von Silo zu Silo gegeben haben. Das sind Stolpersteine, die wir in vielen Teams haben. Und natürlich auch das Mindset. Also was für viele Leute, die wollen zur Arbeit kommen und dann um 17 Uhr gehen und wenig Einsatz, da ist vielleicht die Agilität, hilft einem dann da, ein anderes Mindset zu entwickeln und auch mal die 110% oder 150% zu machen. Das ist natürlich auch schwierig, glaube ich, als Teamlead sozusagen, Mitarbeiter zu motivieren. Mhm. Haben Sie da bestimmte Tricks? Wenn man erklärt, worum es geht, also, wir machen ja auch Retrospektiven und da kommt auch ganz oft, dass die Leute erklärt haben wollen, warum sie was machen, den Sinn dahinter sehen wollen. Wenn man Gespräche führt, wenn man sich die Zeit nimmt für die Mitarbeiter, auf deren Probleme oder auf deren Ängste einzugehen, ich glaube, dann hat man hinterher viel, ist viel einfacher. Sie sagten, es soll ein Agile Enterprise werden. Hm. Wie weit ist es? Also sind die letzten Schritte jetzt noch, die begangen werden müssen? Ich glaube, man ist nie am Ende. Also wir sind schon sehr weit. Das kann man dann auch in unserer Präsentation morgen sehen. Wir sind schon sehr weit, aber es ist auch noch ein Weg vor uns. Also es kommen immer neue Herausforderungen auf einen zu. Also wir sind aber schon weiter, also wenn man das vergleicht mit anderen Konferenzteilnehmern, die ihre Transformation vorstellen. Wir sind schon wirklich weit, also wenn man uns da einordnet, aber die agile Transformation, die dauert eine Weile, die kann sehr lange dauern. Und glauben Sie, dass die Methode sich auch weiterentwickeln wird oder bleibt es sozusagen bei den Prinzipien, die jetzt stehen?
Die Methoden sind auswechselbar. Es geht um die Prinzipien, die dahinter sind. Agile ist ja kein Prozess oder kein Tool. Da verdienen natürlich viele Leute Geld damit. Ja, das ist Agile und kommt zu uns und pro Beraterstunde 300 Euro. Agile ist ein Mindset. Agile sind Werte, die verfolgt werden müssen und die können sich überall wiederfinden in verschiedenen Tools. Also man nimmt einfach das, was am besten zu einem passt. Vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, dass Sie noch viele interessante Gespräche haben auf dem Event. Und einen schönen Tag noch. Dankeschön.